wielką. Hopym, powiesz, że to nie ma nie da wolnie, nie co mają tłumacz paskanie, a nie taka szkoda, że z mojej zyki jeżdżać. Ale gerade auf der Innenbahn ist das natürlich besonders schwierig, dieses Auto hier möglichst behende in die Kurven zu bringen, weil so behende sieht es natürlich auch gar nicht aus. Das ist auch nicht zu fahren. Also das ist nochmal eine besondere Extra-Probe hier für die beiden Finalisten. Weil all das, was sie bislang hier gefahren haben, das war ein bisschen einfacher zu handeln. Hier hast du ständig mit deiner nervösen Ecke zu kämpfen und gleich im nächsten Moment merkst du, dass das Auto über die Fahrerin wechselt. Jetzt hat er letztes Mal Seitenwechsel, Pascal Wehrlein kontra Daniel Jukadea. Beim letzten Mal hatte Wehrlein die schnellere Runde, aber das muss nichts heißen. Pascal Wehrlein im weißen und Daniel Jukadea im schwarzen Auto. Jetzt haben wir gleich die Wahrheit geliefert bekommen. Daniel Jukadea also gewinnt den hier.